Zum Gesamtübungsblatt 2, Aufgabe 1. Eine Produktionsfunktion ist gegeben und wir wissen noch, dass für diese Produktionsfunktion, wir haben hier zwei Variablen, R1 und R2. R1, upsala, war orange und kostet 2 Geldeinheiten. R2 kostet 16 Geldeinheiten. Und wir kriegen in unserem Text noch geliefert, dass 1310 Mengeneinheiten von X hergestellt werden sollen. So, damit haben wir ein paar Informationen, die wir zu einer Extremwerkaufgabe mit Nebenbedingung zusammenbauen müssen. Wir haben zwei Funktionen. Zum einen hier oben die Produktionsfunktion x von R1 und R2 mit 4 mal R1 hoch 0,6 mal R2 hoch 2,4 und eine Kostenfunktion für R1 und R2, die sagt 2 R1 plus 16 R2. Liefern die Kosten. Jetzt sollen 1310 Mengeneinheiten von X hergestellt werden. Das heißt, entweder ist das das, was hergestellt werden soll, oder das. Naja, die Kosten werden ja wohl nicht hergestellt. Also sind das hier die 1310 Mengeneinheiten. Damit ist das hier auch automatisch die Nebenbedingung. Denn die Nebenbedingung ist immer das, wo das Gleichheitszeichen drin vorkommt. Und jetzt steht hier noch ein Hinweis in der Aufgabe, man soll möglichst kostengünstig produzieren. Das heißt, die Kosten sollen minimal sein. Wenn die minimal sein sollen, ist das hier die Hauptbedingung. Eine Lagrange-Funktion setzt sich immer zusammen aus den vorhandenen Variablen, die wir haben. Je ein Lambda für jede Nebenbedingung, die wir haben. Und dann funktioniert das immer nach dem Prinzip Hauptbedingung. Und dann plus oder minus, das ist egal. Das Taschenbuch der Wirtschaftsmathematik benutzt ein Plus. Ich benutze gerne ein Minus, aber ich mache es hier mal mit Plus. Lambda mal. Und dann kommt die Nebenbedingung hier hin. Wobei darauf zu achten ist, dass das in impliziter Darstellung dasteht. Und zwar bedeutet das, dass die Funktion hinterher gleich 0 gesetzt wird. Also in unserem Fall haben wir dann 4 R1 hoch 0,6 mal R2 hoch 2,4 minus 1310 ist gleich 0. Jetzt haben wir sie implizit dargestellt und damit können wir sie dann auch in die Lagrange-Funktion übernehmen. Und da sehen wir hier den Nebenbedingungsteil multipliziert mit Lambda und hier vorne das, was zu optimieren ist. Nun muss abgeleitet werden. Die Ableitungen stehen schon auf dem Lösungsbogen, deswegen habe ich sie hier mal hereinkopiert. Und dabei ist es so, dass wenn man jetzt in Richtung R1 ableitet, hier haben wir unser R1, dann ist nur die Variable R1 fest, das Variable, alles andere sind Konstanten. Hier kommt ein R1 drin vor, in dem Summanden kommt ein R1 drin vor, sonst kommt kein R1 vor. So, also 2 R1 ableiten gibt eine 2. 16 R2, Sie sehen kein R1, also fällt es weg. Und dann haben wir hier in dem Teil 0,4. 4 mal 0,6, hier haben wir die 4 mal 0,6, natürlich bleiben auch noch die Lambda stehen. R1 hoch 0,6 minus 1, also R1 hoch minus 0,4 mal R2 bleibt so wie es ist nämlich auch nur eine Konstante.
So, damit hätten wir die erste Gleichung, die erste Ableitung erläutert. Die zweite Ableitung ist sehr ähnlich. Da suchen wir uns jetzt alle R2s raus und leiten in Richtung R2 ab. Da kommt hier die 16 her. Lambda ist ein Faktor, bleibt stehen. 4 ist ein Faktor, bleibt stehen. Jetzt haben wir die Potenz von den 2,4, das ist hier. R1 ist nur ein Faktor, der bleibt stehen. Und R2 muss in der Potenz um 1 reduziert werden. Das heißt, wir haben hier R2 hoch 2,4 minus 1, also 1,4. Und als drittes muss in Richtung Lambda abgeleitet werden. Lambda, ihr kommt nur hier vor. Und Lambda mal einem Faktor ergibt nur den Faktor. Das heißt, man kann allgemein sagen, dies hier ist immer die Nebenbedingung. So, dann muss man noch, ist hier schon geschehen, hinterher alles gleich 0 setzen. Also dies hier ist das, was man macht, um Extremwerte zu bestimmen. Man muss nämlich die erste Ableitung gleich 0 setzen. Und wenn man das gemacht hat, hat man ein Gleichungssystem, so wie es hier steht. Und dieses Gleichungssystem gilt es zu lösen. Dabei geht man fast immer analog vor, also immer gleich. Wir nehmen immer die ersten beiden Bedingungen, insofern natürlich die haben, die mit den Variablen und nicht die mit dem Lambda. Und schreiben die so um, dass für beide da steht, Lambda ist gleich. Das ist die allgemeine Vorgehensweise, das ist immer dasselbe. So, und ich sehe gerade eine kleine Anmerkung, muss man nochmal machen. Hier steht Minus, hier steht Plus, das ist egal, denn in die Nebenbedingungen können wir jederzeit mit Minus 1 multiplizieren und dann passt es auch wieder. Und da haben wir hier das Minus. So, weiter geht's. Jetzt müssen wir nach Lambda auflösen. Erstmal bringt man die 2 auf die andere Seite. Dann teilt man durch alles, was nicht zu Lambda gehört. Das heißt, für die erste Gleichung ist Lambda gleich 2 durch alles, was noch im zweiten Faktor ist. Also 0,6 mal 4 mal R1 hoch minus 0,4 mal R2 hoch 2,4. Und für die zweite Gleichung erhält man für Lambda 16 erstmal auf die andere Seite. Vorzeichen nicht vergessen. Durch. Und dann haben wir hier 2,4 mal 4 mal R1 hoch 0,6 mal R2 hoch 1,4. Und wenn Lambda jeweils diese beiden Terme sein sollen, dann können wir die beiden Terme auch gleichsetzen. Und dann ist der Term von dort, also dieser Term hier, gleich dem Term, den wir hier haben, den wir dann auch einfach umkopieren können. Und dann haben wir hier nur noch eine Gleichung zum Auflösen. Und können entweder durch minus 2 oder durch 16 teilen. Nun teilt sich 16 besser durch 2 als 2 durch 16. Also teilen wir mal einfach durch minus 2. Dann haben wir hier auf der Seite eine 8. Und dann könnten wir hier mal diese 0,6 mal 4 ausrechnen. Das sind
2,4. Damit da unten aus dem Nenner wegkommen, multiplizieren wir noch mit 2,4. Also hier mal 2,4. Dann hätten wir hier noch zu bieten 2,4 mal 4. Das sind 9,6. Und damit die unten aus dem Nenner wegkommen, multiplizieren wir die auf diese Seite. Dann haben wir hier noch die 1 hoch 0,6, R2 hoch 1,4 auf diese Seite. Dann haben wir noch das, was hier unten steht, auf die andere Seite. Also mal R1 hoch 0 minus 0,4 mal R2 hoch 2,4. Und dann haben wir, wenn wir jetzt alle Faktoren auf eine Seite bringen, also hier nochmal durch 9,6 teilen, haben wir 8 mal 2,4 durch 9,6 und das sind dann 2. Diese R1 hoch 0,4 sind auf der Seite gar nicht schön. Also dividieren wir noch durch R1 hoch minus 0,4. Und das ist das Gleiche. Wir erinnern uns, wie mal R1 hoch 0,4. Also hätten wir hier R1 hoch 0,6 mal R1 hoch 0,4. Und das zusammen ist R1. Und jetzt wollen wir noch die R2 hoch 1,4 auf die andere Seite bringen. Also wir teilen durch R1 hoch 1,4. Und dann haben wir hier also R2 hoch 2,4 durch R2 hoch 1,4. Und das ist nichts anderes als R2. So, jetzt haben wir 1 ist 2 mal R2. Das kann man direkt in die Nebenbedingung einsetzen. Und erhält dann das Ergebnis, das auf dem Zettel steht. Also für R2 ungefähr 6 und für R1 ungefähr 12. Das wird dann im Teil B nur noch in die Kostenfunktion eingesetzt, also für 12 und für 6. Und man erhält dann in dem Fall, was war das für eine Gleichung? Zwei mal 12 plus 16 mal 4. Mal 12 plus 16 mal 6 und das sind die 120 auf dem Zettel.